Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV hier aus dem wunderschönen Bielefeld. Ich habe mich heute mal schick gemacht. Ihr wollt ja immer, dass ich mich schick mache. Das ist das Dress, was ich mir letztes Jahr verdient habe. Da habe ich als Kameramann den ADAC Opel Rally Cup begleitet. Das ist die Veranstaltung, wo die Youngsters mit dem heißgemachten Opel Adam Cup durch die Gegend fahren. Und ich fand, das war durchaus angemessen, denn ich möchte euch heute dieses Schätzchen hier vorstellen. Das ist der neue Opel Corsa EOPC. 1982 hat Opel erstmalig den Opel Corsa als Kleinwagen vorgestellt. Und damals in den 80er, da hießen sportliche Fahrzeuge bei Opel noch, wer weiß es. Die hatten zumindest ein Kürzel und das Kürzel lautete GSI. Als Pendant zu VWs GTI gab es halt von Opel GSI. Ja, so war das damals. 2007 hat Opel dann in Genf den ersten Opel Corsa OPC vorgestellt. Im Vergleich zum ersten GSI, der 98 PS hatte, hatte der erste Corsa OPC dann schon 192 PS und fuhr auch schon 225 km/h schnell. Ja, basierte der damals auf dem Opel Corsa D. Im Herbst 2014 hat Opel dann die neue Corsa-Generation, die aktuelle, den Opel Corsa E in Paris auf der Motorshow vorgestellt. Und jetzt wiederum in Genf diesen Jahres im März 2015 die neue Version vom Opel Corsa E als OPC. Rennsportversion, nein, als Sportversion natürlich. Natürlich haben wir auch Mitbewerber und zwar einige Kraftwerke. Tummeln sich da draußen ja rum. Wir haben auch schon ein paar vorgestellt, unter anderem den Polo GTI haben wir im Review, wir haben den Ford Fiesta ST im Review und wir haben auch ein Review vom Peugeot 208 GTI. Des Weiteren, ein bisschen höher gesetzt, der Audi S1, auch den haben wir als Review gemacht. Uns fehlt allerdings noch der Renault Clio als RS-Version. Dass ich hier heute mein Opel Motorsport Rally Dress anhab, macht bei dem Corsa OPC gleich doppelt sehen. Hier verbaut unter der Motorhaube befindet sich nämlich der 1,6 Liter Turbo EcoTec Motor von Opel und im Prinzip ist der Motor total verwandt mit dem Motor, der sich auch in dem Adam R2 findet. Es gibt ja zwei Motorsport Adams, einmal den Adam Cup und darüber nochmal den R2. Mit dem Adam Cup bewerben sich die Jungs halt oder versuchen sich die Jungs zu beweisen für was Höheres. Und im R2 können sie es dann machen. Im letzten Jahr in der Saison hat Emil Bergqvist aus Schweden den Cup gewonnen, hat sich dann qualifiziert für das R2-Team und ist mit dem Opel R2 in diesem Jahr schon Junioren-Weltmeister der WRC geworden. Und das ist natürlich ganz schön klasse. Großer Mann, beziehungsweise noch nicht mal Mann, ein guter Junge ist das, der Emil. Ich habe den kennengelernt, ich mag den auch sehr. Gut, 1,6 Turbo EcoTec hat 207 PS und ist gut für ein maximales Drehmoment von 245 Newtonmeter. Die liegen zwischen 1900 und 5800 Umdrehungen pro Minute an. Das Ganze hat auch noch eine Overboost-Funktion. Das heißt, dass man kurzzeitig sogar bis zu 280 Newtonmeter an die Vorderachse weitergeben kann. Natürlich hat der Corsa OPC wie seine zivilen Brüder auch Frontantrieb. Geschaltet wird übrigens im Corsa mit einem manuellen Sechsganggetriebe. Für den Sprint von 0 auf 100 benötigt man im Opel Corsa OPC, wenn man ihn ordentlich schaltet, 6,8 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit erreicht man bei 230 km/h. Der 2015 Opel Corsa OPC verfügt über einen Tankinhalt von 45 Litern. Beim Neftsverbrauch laut Opel von 7,5 Litern, super auf 100 Kilometern, könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 600 Kilometern kommen. Der kombinierte CO2-Ausstoß liegt bei 174 Gramm pro Kilometer. Der Opel Corsa OPC ist 4,02 Meter lang bei einem Radstand von 2,51 Meter. Er ist 1,48 Meter hoch und misst in der Breite 1,78 Meter. Von Außenspiegelspitze zu Außenspiegelspitze sind es gar 1,94 Meter. Der Wendekreis des Corsa OPC beträgt 11 Meter glatt.
Das Leergewicht ist mit 1293 Kilogramm angegeben, das zulässige Gesamtgewicht mit 1670 Kilogramm. Der preiswerteste Opel Corsa ohne OPC ist für 11.980 Euro zu haben. Der Opel Corsa mit OPC hat einen Basispreis von 24.650 Euro, kostet aber so, wie er hier steht, ca. 25.700 Euro. Die Versicherungsklassen Haftpflicht 15, Vollkasko 25, Teilkasko 23. Freunde des Blitzes mit sportlichem Geschmack, ich möchte euch raten. Wir haben eben gelernt, der Corsa OPC kostet nackt 24.650 Euro. Da rechnet ihr doch bitte sofort nochmal 3.000 Euro drauf für das OPC Performance Paket, was da nämlich noch nicht drin ist. Dafür gibt es extra eine Brembo Bremsanlage, ein etwas sportlicheres Fahrwerk von der Einstellung und ein mechanisches Lamellensperrdifferential. Und gerade letzteres macht so viel Spaß beim Fahren. Das hat der normale Corsa OPC noch nicht dabei. Dazu gibt es dann auch noch 18 Zoll Alus, die wir hier bei uns optional verbaut haben. Also wer an Opel Corsa OPC denkt, denkt bitte gleich nochmal an das Performance-Paket. 3.000 Euro extra. Dann macht das Auto noch mal eine Menge mehr Spaß. Und ich sag's nur, weil wir haben es in unserem Testwagen nicht verbaut. Ich bin Opel sowieso ganz dankbar. Der Wagen ist relativ nackt. Das finde ich gut, weil gerade bei so einem sportlichen Auto ist man ja vielleicht sogar geneigt zu sagen, ich kratzwürzig meine letzten Pennies zusammen und kaufe mir den, weil ich ein sportliches Auto haben will und alles andere ist mir egal. Gut, ist er denn sportlich von der Optik? Das wollen wir uns kurz angucken. Hier an der Front, die Unterschiede sind eigentlich relativ klar zu sehen. Wir haben hier einmal so eine Hutze und wir haben deutlich größere Lufteinlässe. Da, wo im normalen Corsa der Nebelscheinwerfer sitzt, haben wir hier so einen Lufteinlass, der sich sehen lassen kann, oder? Das Problem ist aber, sowohl bei der Hutze hier, als auch hier unten bei dem Lufteinlass, da kommt gar keine Luft rein. Das ist also reine Optik. Hier passt keine Luft rein, das ist alles geschlossen, genauso wie die Dinger hier unten. Ja, schade eigentlich, aber so ist es nun mal. Was zur Serienausstattung gehört, sind die Bixenon-Scheinwerfer mit dem LED-Tagfahrlicht, die jetzt hier im OPC verbaut sind. Die sind quasi im Kaufpreis dabei. Dieses kräftige Rot hier, das nennt sich Magma Rot, ist eine von 7 Farben. Diese hier ist aufpreispflichtig, 190 Euro. Das Weiß ist kostenlos. Dann gibt es noch ein schönes Blau. Das gibt es nur für den Opel Corsa OPC. Sonst sieht er eigentlich aus wie ein normaler Corsa, wenn man sich den Spoiler hier hinten wegdenkt. Und halt die Seitenschweller, die sind auch, gehören halt zu diesem OPC-Styling, sind jetzt aber auch nicht so kräftig, dass man sie sofort bemerken würde, finde ich. Unser Corsa steht auf 18 Zöllern. Wenn ihr ihn ganz normal bestellt, steht er erstmal nur auf 17 Zöllern. Die 18 Zöller gibt es für 750 Euro Aufpreis. Oder aber man nimmt das Performance-Paket, da sind sie dann entsprechend enthalten. Hinter diesen 18 Zöllern bei uns, da befinden sich 308er Bremsscheiben. Wenn man das Performance-Package nimmt, und wirklich nimmt es bitte, vor allen Dingen das Sperrdifferential ist so geil, dann gibt es dafür 330er Scheiben und halt die Brembo Bremssättel. Ja, das Fahrwerk ist auch komplett neu. Vorher der Opel Corsa D-OPC, der stand noch auf dem Bilstein-Fahrwerk. Jetzt sind die Dämpfer von Koni gemeinsam mit Opel entwickelt worden. Hatte ich gesagt, 1 Zentimeter tiefer steht er auf der Straße damit. Und es ist im Prinzip ein mechanisch-adaptives Dämpfersystem. So würde ich es zumindest als Laie mal beschreiben. Du kannst, wenn du auf der Rennstrecke bist oder auf der Strecke generell, sagen wir es mal so, wirklich sportlich fahren, da ist es auch schön hart und wirklich so, wie du es dir wünschst. Aber wenn du im Alltag bewegst, dann ist auch ansatzweise komfortabel. Also Restkomfort ist sehr hoch mit diesem System. Finde ich schon recht faszinierend, zumal es wirklich nur mechanisch passiert. Wer wirklich interessiert, wie das funktioniert, ich könnte es jetzt natürlich erklären, wenn ich hier so ein Schaubild und eine Tafel hätte. Sonst lest es einfach im Internet nach. Am Heck erkennt man den Unterschied zwischen dem Seriencorsa und der EPL.
OPC-Variante natürlich noch mal viel deutlicher. Hier oben haben wir die dezente Pommes-Theke. Ein bisschen hoch, aber es geht noch. Die gibt es auch noch in weniger dezent. Die ist dann aber aufpreispflichtig. Der Spoiler, finde ich, der ist wirklich noch so als Theke zu nutzen. Der andere sieht so ein bisschen eher aus wie der, den wir schon vom Opel Adam S kennen. Natürlich hier die drei Schriftzeichen, die Opel-Freunde wirklich glücklich machen. OPC in Silber mit so einem schönen blauen Rand, beißt sich hervorragend auf dem Rot. Mir gefällt das sehr gut. Der große, wirklich große Unterschied zum Serienmodell ist aber unterhalb dieser Kante jetzt wirklich augenscheinlich zu sehen. Da haben wir die zwei dicken Rohre der Remus Edelstahl-Auspuffanlage, die nicht nur für einen guten Klang, sondern vor allen Dingen auch für eine sportliche Optik sorgen soll. Und dazwischen noch mal in Schwarz gehalten ein Diffusor. Das, meine liebe Freunde, meine lieben Opel-Freunde, das ist mein OPC Performance Training Zertifikat. Ich habe nämlich teilgenommen. Dieses Zertifikat ist aber gar nicht so wichtig für mich, denn ich habe da noch ein kleines Pokalchen im Büro stehen. Ich habe nämlich unter unseren Teilnehmern den zweiten Platz belegt. Ja, nochmal Fragen hier, warum ich die Qualifikation zum Autoblogger habe, weil ich es halt einfach richtig drauf habe. Ja, man sagte mir, ich sollte ab und zu mal ein Späßchen machen, das war aber gar kein Spaß, das war purer Ernst. Ich habe einen zweiten Platz da gerockt, Freunde der Sonne. Gut, von außen haben wir uns angeguckt. Jetzt wollen wir auch mal hier einsteigen. Den Opel Corsa OPC gibt es natürlich nur als Dreitürer. Der richtige sportlich fahrende Leute brauchen natürlich hinten keine Türen. Ist ja klar, oder? Finde ich überhaupt nicht. Die Tür ist ein riesiges Segel und öffnet fast im 90-Grad-Winkel. Ich denke mal, 85 Grad werden das auf jeden Fall sein. Ja, dieses Fenster, dieses Einstiegsfenster ist wirklich riesengroß. Vor dem Einstieg haben wir die OPC-Einstiegsleiste und ich sehe hier auch, wo ich gerade reingucke, OPC-Pedale stehen da, drei Stück. Und wir haben auch einen OPC-Schaltknauf, wie auch ein Sportlenkrad, was unten abgeflacht ist, gehört alles zur Serienausstattung. Und durch so ein riesiges Fenster kann selbst der kleine Jan ganz bequem einsteigen. Und selbst um die Tür zu schließen, muss ich mich nicht mal wirklich weit rauslehnen. So sieht er also aus, der Opel Corsa OPC von innen. Dabei fällt mir ein, den normalen Opel Corsa haben wir natürlich auch schon im Review, hoffentlich unten im Beschreibungstext verlinkt, sonst auf jeden Fall bei uns im Stream zu finden. Wir sind den Wagen übrigens in Dudenhofen auf dem Testgelände ein Weilchen gefahren, wo ich ja meine tolle Urkunde und den Pokal bekommen habe. Aber auch dann natürlich noch von Dudenhofen über Frankfurt nach Hause, nach Bielefeld. Sind also schon ein Stückchen gefahren mit dem Wagen. Aber ich fange ja eigentlich immer an mit dem Materialmix. Hier oben ist Dashboard, da haben wir so ein Soft-Touch, was sich fast so ein bisschen wie Stoff anfühlt. Oder zumindest so wie Kunststoff. Haha. Nein, also, aber das ist von der Oberfläche wirklich sehr angenehm. Dann gibt es hier einen großen Teil, der einfach lackiert ist. Es ist nicht ganz schwarz, aber halt so ein Hochglanzzeug, wo man wirklich jeden Staubkorn und jeden Fettfinger drauf sieht. Abgetrennt nochmal mit so einer Alu-Applikation. Und darunter fängt es dann an mit meinem Lieblingszeug Hartplastik. Und das zieht sich hier auch überall durch. Oben an der Tür auch, das ist Hartplastik. Hier unten ist dann so ein Kunstledereinsatz. Das passt dann schon wieder. Die Sitze, ja, das ist auch so ein Gummistoffmix, den wir hier haben. An der Seite, ich vermute mal, das ist Kunstleder. Das wird kein echtes Leder sein, denn das Leder ist aufpreispflichtig. Die Lederausstattung ist aufpreispflichtig für, ich will nicht lügen, 710 Euro zahlt man für die extra. Die hatten wir auch in unserem Testwagen da vor Ort. Ist natürlich schon ein bisschen schöner, aber ich weiß nicht, ob man es wirklich haben muss. Vielleicht höchstens, weil es ein bisschen länger hält, das Leder, als hier diese Noppenbeschichtung. Als ich mich darüber lustig gemacht habe, sagte der Tobi nur zu mir, was willst du eigentlich, man rutscht auf den Dingern wenigstens nicht. Da hat er natürlich recht. Selbst im Sommer
rutscht man hier auf diesem komischen Belag nicht. Ja, der Corsa ist ein Kleinwagen. Vom Raumangebot muss man jetzt keine großen Sachen erwarten. Dadurch, dass die Scheibe bis da ganz hinten runtergezogen ist, hat man hier natürlich erstmal ein luftiges Gefühl zumindest. Und es hat so eine gewisse Weite. Bis ich da hinten in dieser Ecke bin, da müsste ich mich ja ganz weit strecken. Und so macht es den, oder erstmal wirkt es optisch zumindest so, als hätte man hier massiv viel Platz. Tobi saß neben mir auf dem Weg nach Hause die ganze Zeit. Ich habe mich hier kein bisschen beengt gefühlt und Tobi ist ja nun wirklich kein Zwerg. Das Platzangebot finde ich schon sehr nett. Was ich auch schön finde, Tobi kann auch auf dem Beifahrersitz seine Beine wirklich ausstrecken und ich denke, das haben sie hier ganz schön gemacht mit dem Handschuhfach. Da ist noch mal so ein bisschen mehr Platz für den Beifahrer und seine Beine. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Von der Ergonomie ist die Mittelkonsole nach hinten gerichtet, nicht mir zugewandt als Fahrer. Ja, sonst ist es halt ein klassischer Opel hier mit diesem Blinkerschalter, den ich glaube ich gefühlt schon in den letzten 25.000 Opel-Modellen gesehen habe, die ich mir mal angeguckt habe. Aber man kommt natürlich an alles ran und es lässt sich einfach bedienen. Hier nochmal wirklich positiv hervorgehoben, wir haben kaum Sonderausstattung, was man hier in diesem Bereich sieht. Da wären uns noch mehr Knöpfchen, zum Beispiel die Sitzheizung, die ich persönlich natürlich sofort vermisse. Ich habe es ja noch im Rücken und so. Aber es ist doch mal schön, so einen quasi Null-Ausstatter zu haben, gerade bei diesem Fahrzeug, weil man will sich ja eigentlich auf das Wesentliche konzentrieren, den Fahrspaß. Ja, und schon fängt es an mit unserem ganz normalen Paket. Ich habe eine Gurthöhenverstellung, an die ich aber kaum rankomme wegen dem Recaro-Sitz. Und zeige euch einmal fix die Gurtlänge. Ja, da ist auch schon Ende Gelände. Also viel zunehmen darf ich nicht mehr unbedingt. Ich bin ja 1,80 Meter groß, somit quasi der Durchschnittsdeutsche von der Größe her. Der Tobi ist 195 cm groß, also deutlich größer und entspricht wohl eher der Größe der jüngeren Generation. Ich hatte schön viel Kopffreiheit und überhaupt keine Probleme, aber ich denke, man sieht es hier auch ganz schön. Selbst der Tobi hat Kopffreiheit im Opel Corsa OPC und was er super findet, er kann seine Knie zusammenschlagen unterhalb der Lenksäule und das hat er nicht oft bei Autos. So allem im Allen hat er eine fantastisch gute Sitzposition. Wie er sagt, er ist richtig glücklich und nachdem er ja schon mit dem Adam S echt happy war, hat er sich jetzt neu verliebt in den Opel Corsa OPC. Ich glaube, der Tobi wird noch so ein richtiger Opel-Fanboy. Ich sitze hier auf Recaro-Sitzen und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Die sind ganz okay. Ich persönlich finde, die sind richtig Rock'n'Roll. Die bieten perfekten Seitenhalt für mich, für Tobi auch. Der findet die auch großartig. Und die sind bequem dazu noch. Also richtig bequem, schöne Sitze. Also von Frankfurt nach Bielefeld, was sind da, 230 Kilometer, 250, keine Ahnung, in einem Stück durchgefahren. Ist eine Wonne. Ich mag die Sitze, ich finde die persönlich sehr, sehr, sehr bequem. In der Lederausstattung sind die dann halt auch noch beheizbar einstufig. Das fand ich auch nicht unangenehm. Die sind, ob Leder oder mit Stoff bezogen, manuell verstellbar in der Höhe. Die Lehne kann man per Drehrad verändern. Und natürlich kann ich ganz nach hinten rutschen, mehr so Tobis Einstellung. Oder mehr nach vorne, so Jens Einstellung. Und ich kann das jetzt ruhig mal sagen, weil Jens mir gestern gesagt hat, der guckt unsere Videos eh nicht mehr. Hör Jens, so würdest du hier drin sitzen. Pah. Nein, alles gut, Jens und ich immer noch so, ihr wisst Bescheid. Ja, ihr sitzt bequem, hervorragend, beheizbar, jetzt nicht in unserer Einstellung, das war's dazu. Das Lenkrad ist mit Leder bezogen und sehr schön in dem Griffbereich oder da zumindest, wo ich hauptsächlich meine Hände habe hier, ist es dazu auch noch perforiert, das Leder. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Es ist natürlich auch noch verstellbar, also eigentlich in diesem Radius hier. Und das hat zumindest für mich gereicht, um eine perfekte Sitzposition zu finden, die ich im Moment hier gerade gar nicht habe. Entschuldigung.
Am Lenkrad befinden sich auch noch diverse Schaltflächen. Auf der linken Seite haben wir den Tempomat bzw. den Speedlimiter, den ich hier verstellen kann oder auch ausschalten kann. Auf der rechten Seite kann ich das Infotainment-System fernsteuern bzw. auch noch die Spracheingabe aktivieren. Den Bordcomputer Opel üblich über diesen uralten Schalter, den ich in jedem Opel bisher gesehen habe, außer in meinem Corsa B, da ist er nicht drin, kann ich hier den Bordcomputer entsprechend durchschalten. Ja, die Außenspiegel sind dem Fahrzeug angemessen klein, also eigentlich schön sportlich schnittig. Die kann ich elektrisch verstellen, aber nicht anklappen. Nee. Das geht nicht, die muss man dann manuell umdrehen, hoffentlich nicht. In den Spiegeln sehe ich genug, um den rückwärtigen Verkehr im Auge zu behalten. Das gleiche gilt auch für den Innenspiegel, zumindest wenn hinten keiner sitzt und die Kopfstützen nach unten gefahren sind, habe ich hier die oder fast die komplette Scheibe im Blickfeld. Das kommt so ein bisschen darauf an, wo die Sitze stehen. Je nachdem, ob die nach vorne oder hinten gerückt sind, können mir auch nochmal hier die Seiten irgendwie in die Quere kommen halt. Aber sonst ist alles gut. Und das einzige Gimmick, was unser Auto hier hat, der Parkpiepser vorne und hinten und dazu auch noch eine Rückfahrkamera. Die hat ein ordentliches Bild und hilft auch schön beim Einparken. Das macht Sinn, wobei ich glaube, bei dem Wagen müsste man sie jetzt noch nicht mal unbedingt haben. So, dann werfe ich nochmal einen Blick über die Schulter und ich finde hier, wenn ich über die linke Schulter gucke, habe ich durchaus einen toten Winkel, weil die B-Säule optisch quasi gerade in die C-Säule übergeht. Das ist nicht ganz so günstig. Ja, nee, finde ich nicht so gut. Auf der anderen Seite habe ich zwischen der B-Säule und der C-Säule natürlich das Fenster. Da habe ich keinen toten Winkel, aber die C-Säule ist natürlich schon ganz schön breit. Da muss man sich nichts vormachen. Da sollte man auf jeden Fall mit dem Spiegel nochmal schön gegenchecken. Ja, hinter dem Lenkrad befinden sich unsere Armaturen. Und, oh Gott, oh Gott. Ich mache jetzt wenigstens mal die Zündung an, damit ich irgendwie hier den Bordcomputer sehen kann. Das erste, was ich sehe, kein Sprit mehr. Danke, Tobi, weil ich übernehme den Wagen. Das ist schön, ne? Gibt's Tobi ein Auto mit quasi vollgetankt? Ah, jetzt ist doch Sprit da. Entschuldigung, Tobi. Er hat sich gerade beschwert. Gut, also, wir haben zwei klassische Rundinstrumente. Der Drehzahlmesser links bis 8000 Umdrehungen. Bei 6500 fängt der rote Bereich an. Auf der rechten Seite der Tachometer ist bis 250 km/h ausgezeichnet. 230 läuft der Wagen. Ja, das passt auch. Zwischen den Rundinstrumenten haben wir ein kleines Display. Ich würde mal sagen, das ist so ein halbes iPhone 5 Display und da habe ich dann den Bordcomputer und kann durchschalten zwischen digitaler Geschwindigkeit, dem Kraftstoffverbrauch und quasi im Bordcomputer, wie viele Kilometer ist der Wagen schon gefahren. Ja, der ist auch noch echt frisch. Nee, gar nicht wahr. Das ist ja hier Kilometerleistung. Wir sind jetzt hier gut 500 Kilometer gefahren mit dem Auto bislang. Darüber haben wir zwei Felder. Einmal Kühlwassertemperatur und einmal Tankanzeige, die dann entsprechend über so kleine rechteckige LEDs visualisiert wird. Und ich kann im Bordcomputer auch nochmal auf so ein Servicefenster schalten und da sehe ich dann diverse Sachen wie die Reifenbelastung, Reifendruck. Und irgendwie war das das Öl, wie lange das noch hält. Das wollte ich. Der restliche Öllebensdauer finde ich immer super. 75% in unserem Fall. Möchten Sie den Wert zurücksetzen? Ja, nein. Ja, gut. Das lässt sich alles schön ablesen, sowohl am Tag wie auch in der Nacht. Und Tobi bat mich darauf aufmerksam zu machen, dass sich im Drehzahlmesser auch nochmal ein OPC-Schriftzug verbirgt. Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Prima. Dann haben wir in unserem Testwagen, das gehört nicht zur Serienausstattung, das große Display vom IntelliLink-System. Das hat euch der Jens auch schon mal vorgestellt im extra Review. Der ist unten verlinkt. Und auch das ist gut abzulesen. Ist ein Touch-Display und ich kann auch fast nur über, nee, ich kann eigentlich nur über dieses Touch-Display arbeiten. Fand ich beim Fahren teilweise ein bisschen störend. Ich finde es total der Brüller. Als ich angefangen habe als Autoblogger, habe ich bei jedem Infotainment-System
dem immer geschrieben, mach doch mal ein Touch-Display. Ist ja voll blöd hier mal mit so einem Knüppel. Jetzt machen sie das alle und ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich sage, gib mir mal so einen Knüppel, damit ich das besser bedienen kann. Gut, da ist quasi ein Radio drin, das war es aber auch schon. Alles andere muss dann übers Handy passieren, eben auch die Navigation. Auch das ist so eine Sache, die man diskutieren kann, wie gut man das findet oder wie weniger gut. Ja, ein Ambient Light gibt es auch in den Türtaschen. Die sind so ein bisschen rot ausgeleuchtet und dazu gibt es dann noch eine rote Leuchte, die den Schaltknüppel anleuchtet, rot nachts, was natürlich auch so ein bisschen sexy ist schon, ne? Ein bisschen Rotlicht, da sagt man nichts gegen. Nee. Den OPC gibt es auch optional mit einem großen Panorama-Glasdach, Glasschiebedach für, ich glaube, 890 Euro Aufpreis. Ist in unserem Wagen nicht verbaut. Dafür haben wir aber die Hupe und die hört sich so an. Kommen wir auch direkt zum Innenraumcheck. Natürlich, egal ob normaler Corsa oder OPC Sportversion, wir gucken uns das hier ganz genau an. Wir haben Türtaschen, die sind relativ groß, passt locker hier mein halber Liter rein. Ich sag mal so aus der Erfahrung, da wird auch eine Literflasche reinpassen. Und dahinter ist dann immer noch ziemlich viel Platz für Parkscheibe, Warnweste und den ganzen Müll, den ich da eben jetzt noch schnell reingestopft habe. Ein Stück weiter oben haben wir eine Griffschale, auch da könnte man was, so ein bisschen was reintun, bietet sich aber vielleicht nicht wirklich an. Links neben dem Lenkrad ist nochmal so ein Mini-Ablagefach, auch mit Hartplastik, nicht rutschfest, aber auch da kann man irgendwelche Sachen verstauen. Dann passiert hier lange Zeit gar nichts und dann hier vor dem Schaltknüppel, rutschfest ausgekleidet, ist nochmal ein größeres Staufach. An der Stirnseite haben wir einen Zigarettenanzünder. Entschuldigung, 12-Volt-Anschluss natürlich, den USB-Slot und ein Line-In- bzw. Aux-In-Slot. Und dann kann ich hier noch mit so einer Gummilasche mir quasi nochmal so einen Flaschenhalter machen. Der nimmt aber auch nicht viel mehr als diese halbe Literflasche auf. Und ich glaube, mir wäre sie in der Türtasche beim Fahren immer lieber als hier vorne. Und es gibt ja Leute, die wissen das durchaus, vor allen Dingen die Opel-Fans. Im Opel ist ja immer mal so ein kleiner Hai irgendwo versteckt. Hier ist definitiv schon mal einer auf diesem Gummiband halt. Ja, hinter dem Schaltknüppel gibt es dann nochmal so ein kleines Fach. Da passt der Schlüssel ganz gut rein von der Größe. Und das ist nur hartes Plastik. Und dann haben wir hier hinten wohl mehr für die Passagiere im Fond als für mich jetzt geeignet. Auch nochmal zwei Flaschenhalter oder Becherhalter ohne Abstandsmöglichkeit, also ohne diese Spacer-Abstandshalter, so dass ich hier für diese Flasche, das eine ist zu groß und das andere auch noch. Schade eigentlich, so teuer können die Pinderkürze ja eigentlich nicht sein. Gut, und wie sich das natürlich gehört, für so ein richtiges Sportauto, wir haben eine ganz normale Handbremse hier, die man im Winter dann auch mal ziehen kann, um ein bisschen schneller um die Kurven zu gehen. Selbstverständlich, Freunde der Sonne hier, ne? Dazu haben wir ein Handschuhfach. Ich sehe keine Beleuchtung, es wird wohl auch keine geben. Das ist das Bordmaterial. Und da ist dann aber noch, also ich finde es durchaus geräumig für so einen kleinen Wagen. Stiftehalter ist noch da, so ein hier Eurohalter auch noch. Und ich kann den Beifahrer-Airbag, wenn ich denn möchte, ausschalten. Wir haben zwei Sonnenblenden und nur auf der Fahrerseite ist bei uns hier ein Schminkspiegel. Der ist auch noch nicht mal beleuchtet. Auf der Beifahrerseite ist halt keiner. Ich glaube, den kann man sich optional dazu bestellen für 10 Euro oder so. Ist schon witzig. Ja, hier ist dann nochmal so ein Dokumenten-Plastikband, wenn ich es denn haben möchte. In der Mitte haben wir Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer und in der Mitte auch noch einen. Wenn man alle anmacht, dann kann man hier, hat man hier vielleicht sogar ein bisschen Licht. Ja, sowohl an der linken als auch an der rechten Tür haben wir Griffe. Und das war's vom Innenraumcheck. Gestatten, Jan Gleitzmann, Gefahrensucher. Ich habe vorne gesessen, ich habe vorne Spaß gehabt. Jetzt ist Schluss mit lustig und natürlich gucke ich mir auch das Platzangebot hinten an. Ja, jetzt habe ich die Recaro-Sitze gelobt. Bequem sind sie, sportlich sind sie.
Und es ist eine Qual, wirklich hinten einzusteigen, weil die auch relativ starr sind. Ich habe an der Recaro-Lehne hinten so einen kleinen Hebel, den kann ich nach vorne ziehen und dann den ganzen Sitz bewegen, um dann jetzt hier einzusteigen. Ja, das Einsteigen hier geht sogar. Klar muss ich den Kopf einziehen. Ich lasse jetzt einmal von Tobi den Sitz nach hinten schieben, weil wenn ich den erst nach hinten klappe, kann ich ihn nicht mehr schieben. Und die Tür kriege ich auch nicht zu. Ja, jetzt sitze ich hier. Mal kurz gucken. Naja, das hilft nicht wirklich. Ich habe einen Hauch von Kopffreiheit, in der Tat. Und ich habe keine Beinfreiheit an den Knien. Aber dennoch kann ich hier, wenn ich die Bahn jetzt ein bisschen weiter auseinandernehme, durchaus sitzen. Und könnte mir auch vorstellen, dass ich hier ja, ein Weilchen fahre halt. Also 100, 200 Kilometer überhaupt kein Problem. Selbst mit der Rückenstütze. Für die Kinder, der Ausblick nach draußen ist natürlich sehr begrenzt hier. Fenster kann ich auch nicht runterlassen. Die Sitzbank ist ein Hauch von aus geformt. Aber auch nicht so, dass ich wirklich Seitenhalt habe. Und der Bezug ist der gleiche wie vorne bei den Sportsitzen. Ja, gucken wir mal. Hier an der Seite habe ich ein Fach. Da habe ich auch meine Flasche drin. Und da könnte ich jetzt auch noch ein bisschen anderes Kleinkramsgedöns irgendwie reinschmeißen. Aber ja, ist eigentlich nur so ein Flaschenhalter. Und ich habe jetzt nochmal hier so eine große 1,5 Liter Flasche genommen. Erzähle ich wieder Unsinn? Was weiß ich, keine Ahnung. 1,5 Liter, die passt jedenfalls gedrückt hier vorne auch rein. Genauso würde diese kleine Flasche auch wieder hier reinpassen. Ja, die kann ich hier hinstellen, dann passt aber nicht mehr ein Flaschenhalter. Ja, ich halte mich hier so lange dran auf, weil sonst ist auch hier hinten nichts. Also ich habe nichts in den Rückenlehnen, ich habe keine Beleuchtung hier hinten. Ich habe Isofix-Halterungen rechts und links. Gucke ich mal, wie lang die Gurte so sind. Ja, das sollte reichen für eine Babyschale und auch einen Kindersitz. Die Gurtlaschen, zumindest die äußeren, sind auch fest. Die dritte ist dann hier so ein bisschen lockerer. Apropos dritte, ein Fünfsitzer soll es sein. Ja, aber drei Leute meines Ausmaßes können hier hinten nicht vernünftig sitzen. Also das wäre schon extrem, extrem kuschelig. Ich denke mal maximal für ein paar Kilometer. Also 1, 2, 3, 4, unter 10. Länger möchte ich hier nicht sitzen. Rücken ist auch relativ hart. Ich sitze auch hoch und ich sitze auch auf den Gurtlaschen drauf. Ja, aua. Aber das war's auch hier vom hinten, vom Innenraum hinten. Also mehr ist hier auch einfach nicht. Der Kofferraum vom Opel Corsa hat natürlich keine elektrische Heckklappe. Das wäre auch ein bisschen übertrieben. Also kann ich ihn nur öffnen, indem ich den Taster hier unter dem Opel Blitz betätige. Der Schlüssel, den zeige ich euch trotzdem, ist ein bisschen enttäuschend. Auf der einen Seite der Opel Blitz, auf der anderen Seite zwei Taster, öffnen und schließen für die Fernbedienung, also für die Zentralverriegelung. Und dann kann ich halt noch den Bart ausklappen, den ich ja brauche, um den Wagen zu starten. Aber kein OPC-Logo. Eigentlich ein bisschen schade. Gut, Taster gedrückt und ich öffne den Kofferraum. Unsere Rolle sitzt hier nicht drin, das heißt, sie passt auch nicht drin. Das liegt daran, dass der Kofferraum 96 cm breit ist und ich brauche halt 97 cm Minimum, damit wir die Rolle hier reinbekommen. Der Trolley passt aber locker. Insgesamt haben wir 280 Liter zur Verfügung. Wenn man hier zuerst reinguckt, denkt man, das sind doch niemals 280 Liter, sind es auch nicht. Dafür müssten wir hier erstmal diesen Ladeboden rausnehmen und dann geht es nochmal irgendwie ein Stückchen weiter nach unten. Übrigens hier auch Tobi hat mitgemacht und hat auch sein OPC Performance Training Zertifikat. Den Boden kann ich also auch wieder eine Etage tiefer einbringen. Tja, glaube ich zumindest. Also ich wohl irgendwie nicht, weil ich zu blöd bin dafür. Oh Himmel, Herrgott, Ja, lassen wir das doch einfach mal so. Und gucken uns mal ein bisschen um. Viel ist nicht. Wir haben zwei Zurösen in Rot und rechts wie links haben wir dann nochmal so Klappfächer. Hier ist die First Aid Kit, also die Verbandtasche. Und auf der rechten Seite, das finde ich sehr schick gelöst, ist halt das Tire Kit. Ein Reserverad gibt es halt nicht. Und wenn ich hier unten nochmal reingucke, das Warndreieck hier hinten zum Nummernschild hingewandt. Also wenn ich den Kofferraum voll packe, dann komme ich da halt schlecht dran. Und auf der linken Seite ist dann sogar noch mal eine kleine Lampe, aber auch keine LED-Leuchte. Das ist hier alles so ein bisschen fummelig, um das rauszunehmen. Oder ich bin zu blöd.
geht aber auch. Der Sichtschutz, vielleicht mal generell, ich hatte eben schon einmal gemessen, die Breite hatte ich euch gesagt, um was hier einzuladen, die Ladekante befindet sich auf Höhe von 72 cm und so kann ich quasi die Sachen direkt reinschieben, wenn ich den Boden oben habe, und sonst geht es nochmal gut 20 cm nach hinten. Der Wagen ist ja schön kompakt, also kann ich hier auch die Rücklehnen im Verhältnis rechte Seite 40%, linke Seite 60% halt umwerfen. Ich habe keinen ebenen Ladeboden hier. Also egal wie ich es mache, ob ich den nur in den Zwischenboden rausnehme oder drin lasse, es ist kein ebener Ladeboden. Habe ich beide Rückbanklehnen umgeklappt, habe ich ein Ladevolumen von 1090 Liter zur Verfügung. Dann habe ich auch noch mal nachgemessen, aber die Zahlen selbstredend schon wieder vergessen. Gut 55 cm, wenn die Rücklehnen umgeklappt sind, haben wir an Tiefe. 1,14 Meter bis hier zur Kante der Rückenlehnen. Und den Beifahrersitz habe ich jetzt mal ganz nach vorne geschoben. Da sind wir ja nicht ganz 1,50 Meter haben wir an Länge Platz. Eine Sache habe ich noch vergessen. Hier sieht man das, wir haben zwei Raster. Wenn ich die Rückenlehne wieder aufstelle, habe ich also zwei Positionen, in die ich die stellen kann. Ich kann die also noch mal ein bisschen steiler stellen und habe dann einen Hauch mehr Kofferraum. Oder ich stelle sie halt ganz zurück und habe einen Hauch mehr Komfort beim Sitzen. Insgesamt darf ich 377 Kilo zuladen hier in den Corsa OPC. 75 Kilo davon dürfen aufs Dach. Und Obacht, es ist sogar ein Gewicht für die Anhängerkupplung angegeben. 1,2 Tonnen soll man mit dem Haken ziehen können. Ich frage mich, ob man den wirklich anbringen kann. Bei ungebremsten Anhängern dürfen es nur 580 Kilo Last sein. Wie gesagt, wir waren Anfang der Woche in Dudenhofen und haben da entsprechend den Opel Corsa OPC mit dem Performance Pack noch gefahren, wie übrigens auch den Opel Astra als Cup-Version, also den Wagen, den die da mal als VLN-Kundensportfahrzeug fahren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Beim Fahren, jetzt hier vom Fahreindruck, ich vermisse durchaus so ein bisschen das Lamellensperrdifferential. Gerade wenn man aus den Kurven raus beschleunigt, hat sich das sehr lustig bemerkbar gemacht und ganz eindeutig zum Fahrspaß beigetragen. Aber gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Der Motor hat 207 PS, der 1,6 Liter Motor, und der sorgt auch für einen zugängigen Vortrieb natürlich. Der Wagen ist ja jetzt nicht so wahnsinnig schwer, auch wenn die ganzen Leute in den Kommentaren immer jammern, dass Opel nicht leicht genug baut. Ich denke, die 207 PS sind schon vollkommen ausreichend. Vom Hochbeschleunigen her, na klar, es sind jetzt keine 400 PS, und wenn man ein bisschen schnellere Autos gewohnt ist, dann denkt man auch, jetzt könnte es noch ein bisschen mehr explodieren, aber es ist schon spaßig. Also selbstverständlich reicht die Leistung vollkommen aus. Auch auf der Autobahn hatten wir keine Probleme. Also der Wagen fährt ja bis 230 km/h schnell. Sicherlich so jenseits der 170 wird der Wagen dann auch ein bisschen zäher, aber das ist alles, denke ich, noch schön im Rahmen. Die Schaltung, wir haben hier eine manuelle Sechsgangschaltung, da haben sie die Schaltwege im Vergleich zum Vorgänger nochmal um 13% gekürzt. Ja, aber wenn man mal so gewöhnt ist oder wenn man mal Mazda MX-5 gefahren ist, das sind wirklich kurze Schaltwege. Die sind hier für mich persönlich, könnten die ruhig noch ein Stückchen kürzer sein. Dazu zumindest in unserem Testwagen, das Getriebe ist teilweise ein bisschen hakelig. Alles so um den dritten Gang herum ist manchmal so ein bisschen komisch. Das könnte für meinen Geschmack noch präziser sein. Ich will aber nicht sagen, dass es bei allen Fahrzeugen ist. Vielleicht beschränkt sich das hier auf unseren Testwagen. Was den Sound angeht, wir fahren jetzt hier ein sportliches Auto, hinten zwei Rohre aus dieser Remus Edelstahl Auspuffanlage. Davon, von dem ganzen Klang kommt hinten, also kommt hier zumindest im Innenraum nicht ganz so viel an. Selbst wenn ich jetzt mal ein bisschen höher drehen lasse, sind jetzt 4000 Umdrehungen, 5, 6, also kurz vorm roten Bereich.
Man hört den Motor zwar, aber das ist jetzt, weiß Gott, nicht so, dass man sagt, wow, wie geil sportlich klingt der denn bitte. Da könnte ruhig noch ein bisschen mehr kommen. Windgeräusche so ab 100 fangen die an, sind aber dezent. Und selbst jenseits der 200 kann man sich hier noch unterhalten. Da muss man natürlich ein bisschen die Stimme heben. Aber es ist jetzt nicht so, dass es brüllend laut hier drin ist. Brüllend laut war es im VLN Astra auf jeden Fall. Die Lenkung kann man durchaus als direkt bezeichnen. Für mich persönlich könnte die ruhig noch ein Dutten direkter sein. Also in der Mittellage steigt die sofort ein. Das ist auch gut so. Aber jetzt gerade, wenn man hier so auf dem Auto zufährt, kurz ausweicht oder so, da muss man schon ein bisschen längeren Lenkweg gehen. Da wäre es für mich ganz nett, wenn es noch ein bisschen kürzer stehen würde. Also das, ja. Aber gut. Das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Die Lenkung ist direkt, die gibt auch ein schönes Feedback. Das ist schon alles im Rahmen. Ich jammer ja immer gerne, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Ja, was das Fahrwerk angeht, ich sagte ja, Opel hat mit Koni ein neues Fahrwerk entwickelt, was im Prinzip adaptiv ist auf eine mechanische Art und Weise. Ich gehe da jetzt echt nicht in die Details rein, weil ich dann wahrscheinlich irgendwas Falsches erzähle. Das ist auf jeden Fall ganz pfiffig gemacht und man hat einen sehr hohen Restkomfort, wenn man jetzt so normal das Auto bewegt. Aber wenn man jetzt ein bisschen schneller durch die Kurven geht, merkt man auch sofort, es ist ein sportliches Fahrwerk und ich habe hier eine sehr gute Bodenhaftung. Übrigens, okay, wir hatten es jetzt nur im trockenen Bereich, sind wir hauptsächlich gefahren, außer in Dudenhofen. Mein Gott, ich kriege das nicht raus. Selbst da war die Fahrbahn dann mal nass. Ich habe hier bei dem Wagen kaum Traktionsprobleme gespürt. Also mit der Sperre wahrscheinlich noch weniger, aber auch so ohne die Sperre bin ich doch recht positiv überrascht. So normalerweise schieben die kleinen Dinger mit der großen Leistung dann immer sehr stark über die Vorderachse, fand ich jetzt hier bei dem gar nicht so. Der ist wirklich vom Fahrwerk her durchaus prächtig. Und wie gesagt, angenehm hoher Restkomfort. Ja, da bleibt uns noch kurz auf den Verbrauch einzugehen und das ist jetzt schon so ein bisschen bitter, weil Opel sagt 7,5 Liter, wir sagen 12,3. Sicher, wir sind jetzt hier von Frankfurt hochgeballert auch und sowohl ich als auch Tobi bei unseren kleinen Testfahrten sind wir immer so ein bisschen schneller gefahren natürlich, also im Rahmen der Verkehrsordnung natürlich, aber da wo dann halt offen war, auch immer schön offen. Nur mal so, das sind jetzt hier 160 km/h von der Geräuschkulisse her und wir kommen jetzt beim Verbrauch von 12,3 Litern raus. Übrigens auch noch ein kleiner Hinweis, Überholprestige hat der Corsa UPC natürlich überhaupt nicht. Sicherlich, so die Fachleute erkennen, dass er eine andere Front hat, auch mit der kleinen Hutze. Das interessiert die Leute aber auf der Autobahn herzlich wenig. Die gucken in den Rückspiegel, auch in Corsa und dann war es das halt. Ne? Dass man hier wirklich irgendwie forsch vorbeifahren kann, wollen die wenigsten wissen. Mit dem Verbrauch. Der ist natürlich hoch. Wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 58 km/h über eine Strecke von 500 Kilometern jetzt mit dem Wagen. Wir haben den Neffsverbrauch zwar nicht verdoppelt, aber ist natürlich schon von 12 Liter oder über 12 Liter. Ich denke, man kann den auch wesentlich effizienter sparen, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, ich kaufe mir das Auto, um ihn halt so zu nutzen, wie er gedacht ist, nämlich als sportlicher Kleinwagen, dann muss ich mich mit einem Verbrauch von über 10 Litern sicherlich anfreunden. Die Bremsleistung hier mit dem Serien-Setup ist durchaus in Ordnung. Im Vergleich zum Performance-Pack haben wir kleinere Bremsscheiben. Mit dem Performance Pack kommen dann auch die Sättel von der Brembo-Anlage damit hinzu. In Dudenhofen hatten wir, wie gesagt, die Corsas mit dem OPC Package, Performance Package dabei. Da war halt auch die Bremse dabei. Und da habe ich echt nicht schlecht geguckt. Da haben sie uns gesagt, okay, beschleunigt hoch auf 80 und versucht auf einer Linie halt stehen zu bleiben. Hatten zwei Durchgänge zum Testen und beim ersten, ja, bin ich irgendwie 30 Meter vor der Linie stehen geblieben, weil die Brembo unter 35 Meter von 0 auf 100, von 100 auf 0 verzögert und die greift wirklich knackig, also das ist prima. Vielleicht darf ich auch noch erwähnen, dass ich dann beim Test, der gezählt hat, von 100 auf 0 auf die Linie drauf gebremst habe als Einziger.
Ja, gab gut Punkte. Ja, das zur Bremse. Opel hat uns den Corsa ja relativ nackt gegeben, da waren wir ihnen auch sehr dankbar. Ich finde es auch nach wie vor ganz interessant, weil letztendlich so die Basics reichen mir ja gerade hier bei dem kleinen Sportler. Somit haben wir auch überhaupt kein großes Assistenz-Zickzack, was ich jetzt hier durchnudeln müsste. Kein Blindspot-Warner, wir haben gerade mal einen Tempomaten und der ist natürlich auch nicht adaptiv. Was ich noch erwähnen möchte ist, Opel ist sehr, sehr stolz auf die Abstimmung vom ESP. Das regelt halt relativ spät ein. Zudem kann ich es auch noch deaktivieren, also zweistufig deaktivieren. Einmal einfach ein Druck reicht und das DSC ist deaktiviert, quasi in so einen Sportmodus. Das heißt, es regelt halt deutlich später ein. Das gilt dann auch wohl für das ASP. Anti-Blockier, ABS, Entschuldige, nicht ASP, meine Herren. Also fürs ABS. Wenn ich die ESP-Taste jetzt länger gedrückt halte, irgendwie 5 Sekunden lang, dann kann ich es ausschalten. Dann bin ich im sogenannten Competition-Mode, glaube ich. Und dann ist es quasi fast vollständig ausgeschaltet und schaltet oder regelt erst wieder rein, wenn das Auto das Gefühl hat, der Fahrer ist außer Kontrolle. Also im Prinzip, wenn du kurz vorm Überschlag bist oder so. Nein, also wenn, die lesen ja hier 1000 Daten aus. Und wenn sie zum Schluss kommen, ja, hier, nee, das läuft so nicht, dann wird entsprechend geregelt. Das Infotainment-System, wir haben ja hier dieses IntelliLink, ich habe leider immer noch kein Android-Handy, das könnte ich damit verbinden und dann entsprechend auch das Handy nutzen, um hier zu navigieren. Als iPhone-User bin ich jetzt erstmal gekniffen, weil das kann ich hier noch nicht anschließen. Die iOS-Unterstützung kommt ja erst Anfang nächsten Jahres dann in die Autos rein. Ja, ich bin mir halt unschlüssig. Auf der einen Seite, das ist so... Ja, wie ich das vorhin auch schon mal gesagt habe mit dem Touch-Display, ich habe mir immer lange gewünscht, ey, mach das doch, warum denn nicht irgendwie Navigation übers Handy, jetzt machen sie das alle und ich denke so, ja, aber irgendwie war es schon ganz schön, wenn man ein Infotainment-System, ein Navigationssystem im Auto fest drin hat. Ja, muss man halt gucken, wie sich das hier weiterentwickelt. Im Moment kann man halt noch nicht so viel sagen, weil die entsprechenden Apps auch noch nicht da sind. Ja, vom Klang her, Serienboxen sind okay. Klar, auf der Autobahn, dann irgendwann wollen die auch nicht mehr so, aber jetzt in der Stadt und so kann man lustig Musik hören, also wirklich Musik hören, nicht nur Hörspiele und das ist alles angenehm. Das finde ich, also die Abstimmung der Boxen ist hier durchaus gut. Dann komme ich mal zum Fazit. Fangen wir mal an mit der Effizienz vom Opel Corsa OPC. Das ist natürlich ein Sportwagen oder als Sportwagen gedacht, als kleiner Sportwagen. Darum muss man wohl auch damit rechnen, dass der Verbrauch ein bisschen höher ausfällt. Opel sagt ja, Neftverbrauch 7,5 Liter. Wir sagen, nee, 12,3. Zumindest sind wir diese 12,3 mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 58 km/h auf 500 Kilometer haben wir uns die erfahren. Und ja, auf der Autobahn haben wir es durchaus eher krachen lassen, als dass wir ruhig gefahren sind. Und auch so, selbst in der Stadt, ich gestehe, der verleitet schon so ein bisschen dazu, dass man die Gänge mal ein bisschen höher ausfährt. Also ich denke, man kann bestimmt auch den locker unter 10 Liter fahren. Wenn man es aber eher krachen lassen möchte und dafür kauft man sich wahrscheinlich so ein Auto, dann muss man auch ein bisschen höheren Verbrauch rechnen. Ja, geht's direkt weiter, Fahrspaß. Der Opel Corsa, den wir hier haben, der Corsa OPC, den wir hier haben, der hat nicht das Performance Package. Für mich wäre es wirklich, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ein absolutes Muss. Allein schon wegen der Sperre würde ich mir das holen und ich finde, da macht es auch noch ein bisschen mehr Spaß vom Fahren, aber auch so macht der schon richtig Spaß. Also gerade hier auf der Landstraße und selbst auf der Autobahn, mal vom Überholprestige abgesehen, ist der schon ziemlich Rock'n'Roll. Was die Alltagstauglichkeit angeht, ich sag mal so, Familie mit 3 Kindern, nein. Familie mit 2 Kindern würde vielleicht fast sogar schon gehen. Der Kofferraum mit seinen 280 Litern, da kriegt man zumindest 2 Wasserkisten und noch irgendwie 1-2 Taschen mit rein. 4 Erwachsene können hier, ich sag mal, durchwachsene Strecken auch mitfahren. Natürlich ist es eher als Zweisitzer gedacht. Und mit den Recaro-Sitzen ist es auch ein bisschen umständlich, wenn man da wirklich Kinder in Kindersitz anschnallen will. Zumal die, wenn die Beinchen nach vorne stehen, da wahrscheinlich auch relativ schnell an dem
an der Rückenlehne scheuern. Schön ist es zu wissen, dass Leute wie Tobi mit seinen 1,95 Meter auch in dem Corsa richtig viel Fahrspaß haben können, weil er da wirklich bequem drin sitzt und selbst mit seinen Beinen nochmal extra Platz hat. Von daher passt das. Was den Komfort angeht, der OPC mit Performance-Pack ist ja noch ein bisschen straffer vom Fahrwerk her, aber selbst der, wir sind ja in Dudenhofen rumgefahren, da haben die auch so schlechte Straßen, also so mit Absicht halt schlecht, dass man so ein bisschen die Federung austesten kann. Selbst mit dem Performance-Package, finde ich, ist der Restkomfort relativ hoch und hier sogar noch ein Stück weiter höher. Also ich finde, diese Recaros sind Bombe, die da drin sind. Also sind bieten nicht nur Seitenhalt, sondern sind auch durchaus bequem. Also 200, 300 Kilometer in einem Auto zu fahren, macht einem überhaupt nichts. Und durch dieses Dämpfersystem, was sie hier mit Kuni entwickelt haben, hat der auch noch eine ganze Ecke Restkomfort. Also ja, ist durchaus nett. Ich weiß, was jetzt kommt in den Kommentaren. In den Kommentaren kommt: Jan, du bist ja auch den Ford Fiesta ST gefahren und den Polo GTI und jetzt den Corsa OPC. Was findest du denn jetzt am besten? Ja, weiß ich nicht. Also es fängt schon damit an, dass die Autos, die jetzt mehr als einen Monat zurück sind, da kann ich mich schon kaum noch dran erinnern. Schon so ein bisschen, aber nicht mehr im Detail, um wirklich einen Vergleich ziehen zu können. Ich glaube, ich meine, dass der Fiesta ST ist noch ein bisschen kompromissloser und den Polo würde ich noch ein bisschen komfortabler sehen, also so von der Innenausstattung, von dem ganzen Klimbim drumherum. Aber wer Spaß haben will mit so einem kleinen Wagen, der ist mit allen drei Autos, glaube ich, ganz gut beraten und da sollte man einfach nach seiner persönlichen Präferenz gehen und die Dinger einmal fahren. Aber hier nochmal abschließen und dann bin ich auch echt raus. Das Performance Package würde ich auf jeden Fall nehmen. Allein wegen dem Lamellen-Sperrdifferential. Das ist echt, das macht nochmal richtig extra mehr Spaß. Gut, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich konnte euch ein bisschen was mitgeben über den Opel Corsa OPC, den Opel Corsa e-OPC, um genau zu sein. Wenn ihr Fragen zu unserem Review habt, bitte unten in die Kommentare, wenn ich wieder was falsch gesagt habe, auch nach unten. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, bitte den Daumen nach oben geben unter dem Video. Das motiviert uns. Und gerne könnt ihr das Video auch teilen bei Google+, Facebook, Twitter oder packt es bei YouTube in eure privaten Playlisten. Das hilft uns dann, dass wir ein bisschen größer werden. Erzählt unseren Freunden von uns. Postet die Dinge ins Forum, was immer ihr wollt. Wir freuen uns. Ja, ich verabschiede mich und sage bis dann. Euer Jan.